Ground & Pound Fans, herzlich willkommen. Ground & Pound 1 TV ist für euch wieder unterwegs und diesmal bei GMC 11 in Castrop-Rauxel. Neben mir steht jetzt der Geist de Silva. Der hat heute seinen zweiten Kampf, der erste auf der Liste heute bei GMC. Du konntest das Programm heute eröffnen und auch gleich aus deiner Perspektive mit einem positiven Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch dazu erst einmal. Du hast gegen Ahmad Sultani gekämpft. Es ging über 3 Runden. Am Ende gab es dann eine Entscheidung. Und sag mal, wie geht's erst einmal deine ersten Gedanken dazu? Und war das soweit in Ordnung? Gibt es da was anzumerken? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie der Kämpfer sein wird. Ich habe versucht, so ein paar Sachen über ihn herauszufinden, aber es gab leider nichts herauszufinden. Deswegen muss ich da einfach reingehen, ohne mir irgendwie einen Strategieplan zu machen. Ich habe einfach nur hart trainiert und mit den Jungs von Vogelheim. Ich muss mich sehr bei euch bedanken, dass ihr mir das Boxen nochmal so explizit da nochmal die Tipps gegeben habt. Ich finde, ich muss mich an den Trainern bedanken, dass sie mich da sehr stark unterstützt haben, und den Trainingspartnern. War sehr gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin da reingegangen ohne irgendwie so einen Plan, einfach nur um zu kämpfen, um zu siegen, weil ich ja ich möchte sehr hoch kämpfen. Das kann ich alles dazu sagen. Geht denn das Urteil so in Ordnung? Ich habe gesehen, dein Gegner war am Ende nicht ganz so zufrieden mit der Entscheidung. Wie siehst du es? Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja dominant. Der hat mir 2-3 Schläge am Boden gegeben. Das war das Einzige, was getroffen hat, und den einen Kick. Aber so an sich, ich hätte viel mehr machen können, aber habe es leider nicht gemacht. Mit der Entscheidung bin ich leider von mir selbst nicht zufrieden, weil ich wollte eigentlich zum K.O. gehen, weil ich dachte, ich habe das jetzt am Ende bemerkt, dass ich das hätte schaffen können. Aber ich habe es nicht gemacht, bin ich eigentlich sehr enttäuscht von mir. Aber so an sich bin ich mit der Entscheidung sehr zufrieden. Also war ja klar, eindeutig, muss ich zugeben. Okay, gut. Du hast es angesprochen in der Vorbereitung. Du hattest nicht viele Möglichkeiten, dich jetzt explizit auf deinen Gegner vorzubereiten. Es war ja auch noch so ein bisschen schwierig, da du dich eigentlich auch auf einen anderen Gegner vorbereitet hast. Vielleicht 1-2 Worte dazu? Ja, es war ja der Rasul Mazlgov. Mit dem hatte ich ja einen Amateurkampf, meinen zweiten Amateurkampf bestritten. Was kann man zu Rasul Mazlgov sagen? Er ist ja im Amateurbereich war der ja Beste Europas. Ich habe meinen zweiten Kampf gegen ihn bestritten und durch wenige Punkte leider verloren, muss ich zugeben. Ich möchte mich da jetzt auch nicht irgendwie entschuldigen, dass ich da durch Punkte verloren habe. Ich habe natürlich verloren und das muss ich ja leider einnehmen. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, bei der GMC 11 gegen ihn wieder zu kämpfen und das auszugleichen, aber hat es leider nicht geklappt. Aber vielleicht klappt das ja in Zukunft nochmal, was ich sehr wünsche. Und ich hoffe, dass es klappt, auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft für dich so bereithält, und da wünsche ich mir dir viel Erfolg, viel Spaß beim Training, und dann sehen wir uns bald wieder im Käfig. Ja, ich wollte nochmal Grüße an alle Leute, die mir da geholfen haben. Ich bedanke mich sehr bei euch, Vogelheim nochmal. Dann haben wir es gibt viele Leute, die uns da unterstützt haben. An euch danke nochmal, an meinen Trainern dankeschön, Westside Warriors. Danke euch allen, dass ihr mich da unterstützt haben. An mein Mädchen danke auch, dass du mich da unterstützt hast. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Dankeschön. Ich bedanke mich bei dir und sag tschüss.